Hast du eigentlich schon was von den Plattenfirmen gehört? Nee, die haben sich noch nicht gemeldet. Was machen wir, wenn wir keine reichen Rapper werden? Keine Ahnung, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Du hast keinen Plan B oder was? Nee, du? Vielleicht wiederkommen. Ja, sonst lasse ich die einfach kurz hier bei dir und du gibst ihm die schönen Gruß von Sven. Und Katze, du Spasti, ich bin zu Stress, Mann, nicht mit Maxi. Ich bin am Start, Mann, maximal. Leute wollen mich nicht anfassen. Ich bin Filmemacher, Regisseur, würde gerne ein Video mit dir machen. Geht, dann ist es doch besser, dem Freund das zu sagen, auch wenn das nichts Ernstes ist, oder? Ich will schon mit dir wegfahren, aber ich kann es mir nun mal nicht leisten. So hast du mit dem Freund noch nicht gebracht, heute. Kann jetzt erstmal egal sein, was hier läuft, ja? Sag Sam davon gar nichts. Was ist jetzt? Was ist jetzt los, Alter? Richtig, denn keiner verdient sein scheinbar verliebt sein Gehabe gegen übertreibender Musik. Für dich ist es Vermarktung, für mich ist es Verarschung und für die, die es hören, ist es nur so ein Reim auf sein Beat. Und jetzt merkt keiner den Krieg zwischen dir und der Werbung, dir und der Verwertung von Rap für dein eigenes Sieg. Meinst du, du spielst eine Komödie? Meinst du, es gibt nur Blöde hier? Und das ist nicht ein Magie, bei dem dein Schein verfliegt und er erkennt, wer du bist. Nur ein gemeiner Dieb, der im Moment und drum ist. Na und ist meist deine Meinung und reißt Erscheinung als Rap-Propheten, Guru und Meister der Reimung. Ich sag aber nicht na und uns schon reicht die Verkleidung von dir und all dem Penner, die den Scheiß noch leid tun. Der Club kommt. Tötet Faker zur Shit-Party, stumme Mörder liegen Körper mit Verbrennung drin. Wenn er läuft, wie es uns rat ist, denn die Specke, das nicht gerade ist. Tohuwabohu ist zum Arsch, bis der ganze Club im Arsch ist.